Kreuzfahrt im Mittelrheintal. Wir sind jetzt hier in Koblenz. Sebastian, Ausschussvorsitzender im Bundestag zum Thema Tourismus. Mhm. Also als Außenstehender würde ich fast sagen, das Thema Tourismus ist ein ganz großes Thema im Bundestag. Absolut. Die scheinen eher so drauf zu sein, dass da sehr viel Urlaub gemacht wird im Bundestag, von Abgeordneten allein schon. Ja, und es gibt Abgeordnete, habe ich auch gehört, die machen mehr Urlaub, als dass sie da sind. Der Markus Held aus Rheinhessen ist ja so ein Beispiel, der war seit seiner Wahl noch gar nicht da. Okay. Er ist krank. Weil es so schön ist in Rheinhessen. Vielleicht auch, weil es so schön ist, ja. Aber er ist auch krank geschrieben, aber naja, ihn erwartet jetzt ein Prozess etc. Wir als Tourismusausschuss des Bundes können in erster Linie die Rahmenbedingungen ändern. Und unsere Aufgabe ist es, den Gastronomen zum Beispiel das Leben so leicht wie möglich zu machen. Das hört sich sehr wichtig an, wenngleich auch nicht ganz so sexy, ehrlich gesagt. Ja, was war dein letzter Urlaub? Ja, machst du überhaupt noch Urlaub? Also außer im Bundestag sitzen? Ja, ich mache auch ab und zu noch Urlaub. Also wir waren jetzt Anfang des Jahres in Kuba, 14 Tage, weil wir gesagt haben, wir müssen... Die Genossen besuchen? Genau, richtig. Wir müssen Kuba nochmal so erleben, möglichst sozialistisch. Da fällt mir gerade auf, Getränke sind irgendwie zu kurz gekommen. Sehr zum Wohle. Zum Wohl. Das erinnert mich daran, dass deutsche Frauen, deutscher Wein, deutsche Treue, deutscher Sang, zweite Strophe Deutschlandlied, meiner Ansicht nach eine... Altmännerfantasie, die auch Gott sei Dank selten gesungen wird. Insofern ist das eigentlich ganz gut. Was gibt's Besseres fürs Klima als zu Hause, also in der Heimat in Deutschland oder jedenfalls nah Urlaub zu machen, oder? Eigentlich ist die AfD ja quasi Klimapartei Nummer 1. Weil, okay, unsere, das ist neu, weil ja? Unsere Anhänger fliegen, also laut doch einer aktuellen Umfrage fliegen unsere Anhänger am wenigsten. Okay. AfD-Wähler und Anhänger fliegen, ich glaube, zu 16%, ein bis mehrmals im Jahr. Und die Anhänger der Grünen, also gerade die Bionade-Bourgeoisie, die immer uns gerne belehrt, die hat die höchsten Werte. Dass man wirklich so zu Hause Urlaub macht, ist das wieder im Kommen? Oder? Absolut. Also es gibt immer mehr Deutsche, die ihren Urlaub im eigenen Land verbringen. Ich meine, Deutschland hat auch alles zu bieten. Ja, von das sagst du jetzt als AfDler, weil du willst wahrscheinlich gar nicht ins Ausland fahren, oder? Darf man als AfDler auch ins Ausland fahren? Glaub, bist du so weltoffen? Absolut, absolut. Ich glaube gerade wir. Okay. Weil der Unterschied zwischen uns als AfD ist doch, wir wollen fremde Kulturen kennenlernen. Wir wollen nicht diesen Schmelztiegel, dass alles oft überall gar nicht gleich fahren. Ist. Das ist wohl wahr, ja. Wobei das ja ein Schmelztiegel. Also wir waren letztes Jahr in Marokko und die Erlebnisse dort, eine ganz andere Kultur, eine fremde Kultur, aber eine sehr schöne Kultur. Dort vor Ort ist was anderes. Ich möchte es bloß eben nicht in der Mainzer Innenstadt erleben. Aber was ist denn überhaupt Heimat für dich? Das ist eine sehr gute und ganz schwierige Frage, finde ich. Also Heimat ist ja nicht nur was Rationales, sondern auch was aus dem Bauch raus, vom Herz her, etwas fürs Gefühl. Wenn ich in Richtung Südpfalz fahre, gibt es so den einen oder anderen markanten Punkt. Wenn ich den passiere, da freut man sich einfach, wieder da zu sein. Die Heimat ist da, wo ich mich nicht erklären muss. Ja, also wenn ich nach Köln komme, dann höre ich auch die Sprache. Das ist dann so ein bisschen die Nähe auch, durchaus. Und das finde ich auch ganz schön in Deutschland. Da ist halt immer wieder ein Unterschied dabei. Aber es ist doch ein großes Ganzes, was zusammengehört. Wie stemmt ihr euch im Bundestag dagegen, dass Heimat verloren geht? Ich möchte mal beim Thema Tourismus zum Beispiel bleiben, um mal zu zeigen, was kann eigentlich der Tourismus tun, um Heimat zu erhalten? Weil viele verbinden mit Tourismus irgendwie den Strandurlaub am anderen Ende der Welt. Aber ich glaube, gerade der ländliche Raum und wir als AfD, wir sind ja eine Partei für den ländlichen Raum. Und der ländliche Raum lebt natürlich dank Infrastruktur, dank einem guten Netzausbau, dank vielleicht funktionierender Gastronomie, dank Hotellerie. Das sind ja alles Pluspunkte auch für die Einheimischen. Also wenn ein Gebiet unglaublich beliebt ist und der Gastronom sagt, ich mache dort meinen Umsatz, dann können auch wir beide abends bei uns im Dorf vielleicht noch ein Bierchen trinken. Was oder wiederum, zwei oder drei. Oder drei, genau. Indem man diese Menschen von unnötigem Ballast befreit, von bürokratischen Hürden und ähnlichen Dingen, was unsere Regierung immer wieder macht. Auch da Heimat zu erhalten. Für mich fängt Erholung eigentlich da an, wo WLAN aufhört. Mhm. Wir beide haben die Handys eben extra ausgemacht, genau. Haben uns eine Flasche Wein bestellt. So ist es. Also haben wir erstmal alles richtig gemacht. Also im Prinzip ist es ja Urlaub, was wir machen. Ja, also eigentlich machen wir hier einen Kurzurlaub. Wenn du jetzt Urlaubs planst, welche nimmst du mit? Claudia Roth, Ulla Jelpke von den Linken oder Christian Lindner?